Die Industriekschaft, das Quiz auf drei Rädern, wird Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Ja, wir quizzen wieder, und zwar Industriekscher, das Quiz auf drei Rädern. Diesmal sind wir in Hohenems zu Gast und ja, schön ist da, warm ist da und eine Kandidatin, die freut sich schon sehr darauf, dass sie mit mir eine Runde fahren darf. Hallo, grüß Sie, ich bin der Martin. Grüß Gott. Wer sind Sie? Ich bin Dirmgard. Dirmgard, super. Und Sie spielen mit mir eine Runde? Okay, ja, wenn Sie nicht zu schnell fahren, dann ja. Ich fahre ganz, ganz brav. Ja, dann ist es gut. Ja. Okay, dann bitte folgen Sie mir. Ja, da wären wir jetzt an meinem Fahrrad. Ah, da. Ich bitte Sie, da vorne Platz zu nehmen, direkt da gleich. Ja, danke. Wunderbar, ich sitze da hinten. Oh, dann drehen wir eine kleine Runde. Okay, dann fahren wir langsam los, oder? Bitte, ja, gerne. Sind Sie von Hohenems? Ja. Also ich bin gebürtig, ich bin nicht von Hohenems, ja. Aber ich wohne schon 50 Jahre hier. Oh ja, ja. 50 Jahre. Also eigentlich ist ja original. Ja, eigentlich ja. Ja, ja, ich bin gebürtig Kärntnerin. Kärntnerin? Ja. Sehr schön. Fahre ja. Im Sommer wieder hin. Ja, ehrlich? Ja. Kloppeinersee. Ah, also Kloppeinersee. Die Region Kloppeinersee. Das ist gar nicht weit. Also das ist dann nachher, also gar nicht weit entfernt, oder? In Labantal, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Super, ja. Ja. Starten wir mal mit der ersten Frage. Ja. Wie wird die Stadt Bludenz noch genannt? Studierstädtle, Alpenstadt oder Seestadt? Alpenstadt. Bludenz ist die Alpenstadt? Ja. Richtig. Ja. Ist die Alpenstadt, stimmt. Ja. So, jetzt ist ja der öffentliche Verkehr ja. In Vorarlberg sehr gut ausgebaut. Oder? Ja, da ist das eigentlich, ja. Dann will ja. Ich hätte gar nicht gewusst, wie viele Bushaltestellen findet man denn in Vorarlberg? Ja. 573, 829 ja. Oder sogar 1766. Das ist sehr viel, oder? Es ist relativ. Aber nur sehr groß. Es ist sehr, sehr klein, oder? Vorarlberg. Aber nur ein sehr dichtes öffentliches Netz. Ja, genau, oder? Also 500, ja. Umgrad, 800 irgendwas oder 1700. Ja. Das ist doch wirklich schön. Aber das ist gar nicht schlecht, das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist super, ne? Ja. Transportieren Sie da auch Leute, Armen? Oder transportieren Sie sie von A nach B? Nein, nur in diesem Quiz. Ah. Also was nehmen wir? 500, 800, 1700. Bushaltestellen. 700. 1700. Stimmt. Ja. Sind tatsächlich 1766 Bushaltestellen. Wahnsinn. In ganz ja. Vorarlberg. Ja, das ist sehr viel, ja. Denn. Und es fahren auch sehr viele Leute. Oder? Eben, es also fahren sehr viele öffentlich. Viel. Ja, so, das ist, oh, wacht. Das ist, ein kurzer Rollbrett. Ja, ja. Wie viele, glauben Sie, wie viele Haushalte mit 5 oder mehr Personen gibt es denn in Vorarlberg? Circa 5.600, circa 11.400. Oder ca. 16.800? Ja, also ich würde sagen, also 16.800. Mit 5 oder mehr Personen? Ja, also Haushalt. Also 5 Personen, also würde ich sagen, oder? Also mehr. Oder 5.000 oder 11.400? Ja. Was nehmen wir? 11.400. 11.400 nehmen wir? Ja. Ist richtig? Ah, ja. Ja? Ach, das bin ich aber wirklich ein gescheites Mensch. Ja. Obwohl ich gar nicht weiß, oder, was halt so läuft. Oder? Aber man ist viel zu Fuß unterwegs, also ich sowieso. Oder ich habe Auto, Fahrrad und alles. Aber ich gehe sehr viel zu Fuß. Brav. Weil ich dann immer Leute treffe, oder? Und dann kann man dann immer miteinander ein bisschen schwätzen. Ne? Ja, genau. Ja. Letzte Frage. Ja. Wann findet denn der alljährliche Lehrlingsball in Bregenz statt? Also ein Ball, ja, ist der im Mai, im Februar oder im November? Also ich glaube, es ist im Februar. Wann ist die Ballsaison bei uns? Mai, also, Februar, November? Ja, also November eher. Ne? Also normalerweise, oder? Also nehmen wir? November. November. Mhm.
Auch das ist richtig. Oh. 4 von 4, wunderbar, und wir sind wieder da. Ja, super. Ich darf Sie bitten. Ja. Und das ist sehr, sehr vornehm. Dankeschön. Jetzt kriegen Sie natürlich noch was. Ah ja. Ja, natürlich. Ah. So, zum einen haben wir da Essensgutscheine von Vorarlberg East. Oh. Einzulösen in sehr vielen Restaurants in Vorarlberg. Ja, super. Und aktuell gerade Sonderpreis von der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Schifffahrt mit der MS Österreich oder mit der Hohentwil. Ja, mit der Hohentwil bin ich auch schon gefahren. Ausflug für 2 Personen. Oh ja, danke schön. Bitte gerne. Danke schön. Ich bedanke mich. Danke vielmals. Die Industriekscha, das Quiz auf 3 Rädern, wurde Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg.